Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid, dass mein Vortrag kommt. Ich heiße Jonas. Ich habe in Mainz in Bachelor Soziologie gemacht. Die Arbeit, die ich heute vorstelle, harmonische Einstellungen im sozialen Kontext, sozialräumliche und sozioökonomische Ursachen sozialer Desintegration, basiert auf meiner Bachelorarbeit, die ich im vergangenen Winter angefertigt habe. Genau, was habe ich vor? Ich möchte euch mündlich einen kurzen Überblick über die Präsentation geben. Ich werde zunächst einmal einen kleinen theoretischen Überblick geben, bezogen auf Robert K. Merton, auf den ich mich in meiner Arbeit konzentriert habe, der 1938 die Anomie-Theorie erstmals formuliert hat. Das ist also mein theoretischer Bezugspunkt, werde aus diesem wiederum ein Modell ableiten und habe dann zum zweiten Teil der Präsentation empirische Ergebnisse mitgebracht, die ich quantitativ erhoben habe ausgewertet habe mit dem Albus 2016. Okay, ich warte ganz kurz. Nochmal ein ganz kurzer Überblick darüber, was ich heute machen werde. Genau, ich habe einen theoretischen Bezug, der orientiert sich an Robert K. Merton mit der Anomie-Theorie. Ich werde aus diesem ableitenden Modell, was ich empirisch überprüfen möchte, wo es wiederum um die individuellen anomischen Einstellungen gehen wird, und werde dann wiederum empirische Ergebnisse präsentieren hier, die sich wiederum sehr stark mit dem sozialen Kontext einer Person auseinandersetzen. Die Forschungsfrage war also, wie wirken sich individuelle sozioökonomische Faktoren und Merkmale des sozialen Kontexts auf anomische Einstellungen aus? Nun gucken wir kurz auf Robert K. Merton, der Anomie als einen gesellschaftlichen Zustand formuliert. Anomie, das ist wahrscheinlich auch ein Begriff, den ihr von Emil Durkheim und dem Suizid kennt, wo Durkheim sagt, dass der anomische Selbstmord eine spezielle Art ist. Robert K. Merton wiederum konzentriert sich viel stärker auf Makrostrukturen, denn ich sage, dass es ihm vorrangig irgendwie um das Individuum und dessen Einstellungen geht, dessen Erleben, sondern er eigentlich einen Zusammenhang macht. Es gibt Makrostrukturen und versucht daraus individuelles abweichendes Verhalten zu erklären. Genau, diese Makrostrukturen sehen wie folgt aus. Mertons gesellschaftliche Analyse sieht so aus, dass er sagt, es gibt in Gesellschaften kulturelle Strukturen und soziale Strukturen, und diese prägen wiederum bestimmte Sachen aus. Er sagt, eine kulturelle Struktur in einer Gesellschaft formuliert legitime Mittel und legitime Ziele, die also erreichbar sein sollen für jede einzelne Person in diesem Kollektiv. Legitime Ziele, sagt er, für die amerikanische Gesellschaft in den 40er Jahren, dass das die Vorstellungen von Wohlstand sind, die es gilt zu erreichen, ein gutes Leben zu führen. Legitime Mittel wiederum sind also Möglichkeiten, wie diese Ziele erreicht werden sollen. Es ist eben die harte Arbeit, tüchtig zu sein, ehrhaft zu sein, sich an die geltenden Normen und Gesetze zu halten. Das sind also die Mittel, die wir zum Erreichen dieser Ziele verwenden würden. Auf der anderen Seite sagt er, es gibt soziale Strukturen. Es gibt also eine strukturierte Menge an sozialen Positionen. Also jedes Individuum hat in diesem Kollektiv eine soziale Position, aus der sich wiederum aber auch ihre Handlungsmöglichkeiten ableiten. Also es ist je nachdem, welche soziale Position man einnimmt, ist man beschränkt oder erweitert in seinen Handlungsmöglichkeiten. Und da wiederum treffen dann die kulturelle Struktur und die soziale Struktur aufeinander. Also je nachdem, welche soziale Position ich habe, habe ich besser oder schlechter die Möglichkeit, diese Ziele überhaupt zu erreichen. Wann tritt denn dann irgendwie diese Anomie ein, dieser Zustand der Normlosigkeit eines Kollektives? Merton sagt, es gibt ein anomisches Klima an der Stelle, wenn die Ziele immer weiter überbetont werden, aber die Mittel in den Hintergrund rücken. Also wenn wir immer weiter davon sprechen, dass Wohlstand eine sehr, sehr wichtige Sache ist, allerdings nicht die Regeln festgelegt sind, wie dieser Wohlstand zu erreichen ist, tritt dieses anomische Klima der Überbetonung der Ziele ein. Der anomische Druck wiederum ist dann ein Widerspruch für manche Teile der Bevölkerung, der auftritt, wenn die eigene soziale Position
und die Ziele in Diskrepanz zueinander stehen. Also wenn ich aufgrund meiner eigenen sozialen Position nicht mehr in der Lage bin, überhaupt diese Ziele zu erreichen, erlebe ich anomischen Druck. Und um in dieser meteorologischen Metapher zu bleiben, der anomische Niederschlag ist dann eigentlich das abweichende Verhalten, was Merton versucht zu erklären. Jetzt fällt uns eigentlich auf, wir haben ja ganz viele Makrostrukturen, also die Gesellschaft hat irgendwelche kulturelle und soziale Strukturen und das Individuum soll sich dann irgendwie verhalten. Was dazwischen allerdings passiert, ist beim Merton erstmal ziemlich unklar. Also wie erlebt denn die einzelne Person diesen anomischen Druck? Darauf wiederum antwortet dann Thoreau 1956, der sagt, es muss zur Anomie als gesellschaftlichen Zustand noch die Anomie als individuellen Zustand geben. Und versucht das eigentlich dann in Bezugnahme zu McEwan 1955 zu definieren als ein Zustand, wo das Individuum den Eindruck hat, es hat Normen verloren, es ist ein Gemeinschaftsgefühl abhanden gekommen. Genau, also der makroskopische Zugang von Merton wird eigentlich durch Leo Thoreau erweitert, durch einen mikroskopischen Zustand, der das individuelle Leben des anomischen Drucks darstellen soll. McCloskey und Schaar wiederum, die betonen eher, dass es um Orientierungslosigkeit gehen soll, also dass das Individuum nicht mehr den Eindruck hat, es hat irgendwie eine Richtung, nachdem es sein Leben irgendwie ausrichten kann. Leo Thoreau sagt also, es gibt auf der einen Seite Verbindungsgefühl zum Mitmenschen, also die Person, die gar keinen anomischen Druck erlebt und sich sehr gut zurechtfinden kann im Kollektiv. Und auf der anderen Seite das Gefühl von totaler sozialer Desintegration. Die Menschen um mich herum sind mir fremd ich sehe mich in einer absoluten Distanz zu diesen. Diese anomischen Einstellungen, die sind in der sozialwissenschaftlichen Forschung präsent, allerdings hauptsächlich um anderes zu erklären. Wir haben zwischen 2002 und 2012 die Heidmeier Arbeitsgruppe in Bielefeld gehabt, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit untersucht hat und wo anomische Einstellungen immer wieder zur Erklärung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, also Rassismus, Antisemitismus, Abwertung von Wohnungslosen, Abwertung von Menschen mit Behinderung, Sexismus herangezogen wurden. Dass also Leute, die sich ja erstmal orientierungslos fühlen, sich in Distanz zum Kollektiv fühlen, dass die wiederum auch eher dazu tendieren, andere Menschen abzuwerten. Eine andere Arbeit, individuelle Gewaltbereitschaft, lässt sich auch ganz gut mit anomischen Einstellungen erklären, was dann eigentlich auch ganz gut passt zu Mertens Vorstellung, dass er anomische Einstellungen das abweichende Verhalten präsentiert. Das erstmal so, wie bisher das verwendet wird. Den kurzen Schluck. Jetzt kommt der spannende Effekt. Das ist wiederum das, was ich hier vorhabe. Ich glaube, dass ja, wenn Merton die ganze Zeit sagt, es geht um die Makrostrukturen, die irgendwas mit dem Individuum machen, dass wir uns das angucken müssen. Und wir uns eigentlich angucken müssen, was gibt es für individuelle Faktoren, aber was gibt es auch für Faktoren, die sich im Sozialraum befinden. Und das sind eigentlich Sachen, die in den letzten 20 Jahren in Deutschland oder auch international ziemlich ins Abseits gerückt sind, die eher in den 70ern stattgefunden haben. Und ansonsten haben wir da eigentlich nur Ergebnisse, die das immer so am Rande thematisieren, was denn eigentlich die individuellen Faktoren sind, die anomische Einstellungen begünstigen. Genau. Ich habe mir dann gedacht, wie lässt sich das Ganze modellieren? Ich habe dabei auch zwei Texte, Dieckmann und Opp und Baumer, zurückgegriffen und habe versucht, also ein Mikro-Makro-Modell daraus abzuleiten. Genau. Also wir können eigentlich aus Merton sehr gut ableiten, dass der sozioökonomische Status irgendwie einen Effekt darauf haben muss, ob Leute den Eindruck haben, sie erleben anomischen Druck. Die Leute, die einen hohen Status haben, werden eher dazu geneigt sein, anomische Einstellungen nicht auszuprägen. Deprivationserfahrungen, also Gefühle von Beraubung,
ja, werden da außerdem einen Einfluss haben. Das ist eigentlich jetzt auf der Mikroebene was sehr naheliegend ist. Andererseits sage ich, dieser anomische Druck, der muss irgendwo lokalisiert werden. Das reicht nicht, wenn das irgendwie so eine abstrakte Größe bleibt, dass es irgendwas mit dem sozialen Kollektiv zu tun hat, sondern ich glaube, es muss im alltäglichen Erleben passieren, dieses Druckerleben. Und darum, deshalb geht es um den Nahraum, den wir uns näher angucken müssen. Was ich hier natürlich komplett mache, ich ignoriere diese kulturelle Dimension. Also ich glaube nicht, dass das, was ich nachher mache, eine quantitative Analyse, dass wir da irgendwie die Möglichkeiten haben zu messen, wie groß der Stellenwert von Wohlstand in unserer Gesellschaft hat. Genau. Jetzt gucken wir auf die Makroebene im Zusammenhang mit der Mikroebene. Genau. Da glaube ich zum einen, dass es einen additiven, also es ist jetzt unter zwei, einen additiven Mechanismus gibt, dass also in Bereichen, die, also soziale Kontexte, die auch in irgendeiner Weise abgehängt, sei jetzt ganz platt formuliert, erleben, dass dort umso stärker anomische Einstellungen ausgeprägt werden. Das kann in zweierlei Weise geschehen. Zum einen sagt selbst Merton, dass Leute mit diesen anomischen ängstlichen oder abweichenden Verhalten sich eher mit anderen gleicher Einstellungen austauschen und sich das dadurch weiter ergänzt. Auf der anderen Seite wiederum wird ja auch die Ausstattung eines Gebietes irgendwie das begünstigen, welche Möglichkeiten denn Leute in ihrem Alltag erleben. Und das dritte wiederum, ein Interaktionseffekt, also vom sozialen Kontext auf die individuelle Ebene, ist etwas, was man so jetzt bei Merton erstmal nicht finden kann, aber ich glaube, es ist plausibel anzunehmen, dass Leute, die eine individuelle Deprivation erleben, sich in Vergleich setzen mit ihrem Umfeld. Also wenn ich selbst vielleicht arbeitslos bin, gucke ich auf die Menschen um mich herum und frage, wie geht es denen? Und wenn ich dann selbst merke, ich bin damit ziemlich alleine, fühle ich mich umso weiter in Distanz zu diesen. Das ist eigentlich, glaube ich, was sehr Nachhaltiges. Ja, wie habe ich mir das Ganze empirisch angeguckt? Ich habe zurückgegriffen auf den Albersdatensatz von 2016. Dort wurden 300.000 Leute befragt über 18 Jahre. Was können wir damit machen? Wir können uns zunächst einmal sehr schön den sozioökonomischen Status angucken. Also welches Haushaltsäquivalenzeinkommen hat eine Person zur Verfügung? Wie lange war sie in beruflicher oder schulischer Bildung, Bildungseinrichtung? Welches berufliche Sozialprestige hatte sie? Inwiefern hat sie Deprivation erlebt? Das können wir in dem Zusammenhang nur über Arbeitslosigkeit machen. Demografische Eigenschaften und wiederum soziale Kontexte, wie genau die aussehen, verrate ich jetzt noch nicht. Und wir haben im 2016er Datensatz ein Messwerkzeug, was Anomie heißt und sich ziemlich genau an den Sachen orientiert, die Leo Strohl auch schon so ausformuliert hat, als Möglichkeiten, wie das Ganze befragt werden kann. Genau. Das Ganze ist nicht ganz banal. Ich glaube, da können wir auch in der Diskussion nochmal drüber sprechen, wie man denn jetzt dieses Erleben der sozialen Desintegration abfragen kann. Ich lese das mal ganz kurz vor, wie das erfragt wird. Egal, was manche Leute sagen, die Situation der einfachen Leute wird nicht besser, sondern schlechter. So wie die Zukunft aussieht, kann man es kaum noch verantworten, Kinder auch auf die Welt zu bringen. Die meisten Politiker interessieren sich wirklich gar nicht für die Probleme der einfachen Leute. Die meisten Leute kümmern sich in Wirklichkeit gar nicht darum, was mit ihren Mitmenschen geschieht. Die vier Sachen wurden jeweils gefragt, stimmen Sie der Aussage zu, stimmen Sie der Aussage nicht zu. Und die fünfte Frage, wiederum, manche Leute sagen, dass man den meisten Menschen trauen kann, andere meinen, dass man nicht vorsichtig genug sein kann im Umgang mit anderen Menschen. Was ist Ihre Meinung dazu? Wurde es irgendwie so, ich bin geteilter Meinung, ich glaube, man kann den anderen Menschen nicht trauen, man kann ihnen trauen. Genau, und was ich gemacht habe, ist, auf Basis dieser Fragen einen additiven Index zu bilden. Dabei ist dann die letzte Frage, die Leute, die gesagt haben, man kann ihnen nicht vertrauen, das habe ich als eine Zustimmung im Sinne der anderen Variablen
verstanden. Und wenn man geteilter Meinung war, dann habe ich das noch als Vertrauen interpretiert. Was wir eigentlich hier erkennen können, ist, dass da noch eine ganze Menge dranhängt. Also wir können da so ein bisschen so eine fatalistische Zukunftsperspektive auserkennen, ein Misstrauen gegenüber Politik, vielleicht sowas irgendwie auch mit Politikverdrossenheit oder mangelnde politischer Selbstwirksamkeit zu tun hat. Also das geht noch irgendwie in einige andere Richtungen. Die Überlegung ist eigentlich, es gibt dahinter eine latente Dimension, die eben diese soziale Desintegration ist. Genau, wenn ich dann diesen Index habe, können wir erkennen, dass die Leute, die jetzt 5er da scoren, die haben also allen Aussagen zugestimmt, vertrauen ihre Mitmenschen nicht, denken, dass die Politiker nicht im Sinne der einfachen Leute handeln und so fort. Im Mittel haben die Leute also 3 ausgeprägt. Also, jetzt kommt eine Folie, von der eigentlich immer gewarnt wird. Es sind sehr viele Zahlen darauf. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich jetzt das Mittel des Kastens wähle, um meinen Blick so ein bisschen darüber zu lenken. Genau, was habe ich hier gemacht? Ich habe in den oberen 3 Variablen in dieser OLS-Regression die sozioökonomischen Variablen drin, das Haushaltseinkommen, die Bildungsjahre und SIOPS ist das Berufsprestige, das eine Person hat. Wir können erkennen, dass wir insgesamt im 4. Modell, wo also alle Variablen und die Kontrollvariablen mit drin sind, fast 18% der Varianz aufwählen können und dass wir bezogen auf die oberen 3 Variablen erkennen können, je höher der sozioökonomische Status ist, desto eher tendieren die Personen dazu, diese anomischen Einstellungen nicht auszuprägen. Das erstmal an der Stelle. Genau. Gucken wir uns hier noch diese Kontrollvariablen, beziehungsweise nicht Kontrollvariablen, sondern noch eine Reihe von anderen Sachen an. Genau, zum einen der Wohnort. Es ist erkennbar, dass Leute, die sich in den neuen Bundesländern befinden, deutlich stärker dazu tendieren, sich sozial desintegriert zu fühlen. Erwerbslosigkeit im Sinne von Arbeitslosigkeit hat einen sehr positiven Einfluss darauf, genauso die Erwerbsunfähigkeit, also die jetzt nicht sozial, sondern vorrangig gesundheitlich erlangt worden ist. Ich habe noch auf Ingelhardt Materialismus überprüft, weil es im Forschungsstand anzunehmen ist, dass das auch einen positiven Einfluss auf diese anomischen Einstellungen ausprägt. So viel erstmal jetzt zu dieser individuellen Herangehensweise. Also das ist jetzt irgendwie alles noch auf der Individualebene. Wir kommen jetzt zu den sozialen Kontexten. Da haben wir jetzt noch eine kleine Parallele zu dem Vortrag, den wir am Donnerstag in der Keynote gehört haben. Ich habe mir also die Landkreise nach der Arbeitslosigkeit angeguckt. Im Albers-Datensatz ist das Ganze so abgelegt, dass für jede Person abgespeichert ist, wie hoch die Arbeitslosigkeit in dem Landkreis, in dem sie lebt, ist. Das ist eigentlich nicht für 2016, sondern für 2014 sind also da Daten des Statistischen Bundesamtes, die abgelegt sind. Wenn wir jetzt auf Deutschland drauf gucken, können wir natürlich erkennen, also der Sozialäquator A40 ist jetzt hier nicht eingezeichnet, aber trotzdem können wir beispielsweise erkennen, dass im Ruhrgebiet die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist. Wir haben auch erkennbar, dass in sehr vielen ostdeutschen Landkreisen die Arbeitslosigkeit groß ist, allerdings jetzt weniger, also nicht nur dort, sondern auch in Teilen von Niedersachsen, in Teilen Schleswig-Holstein und vor allem auch in Metropolregionen, also die Landkreise sind jeweils, die besonders klein sind, sind in der Regel größere Städte. So, was ist denn jetzt, wenn wir unter dem Kontext Landkreise und Arbeitslosigkeit uns das anschauen, was es mit dem Individuum macht? Das heißt, ich habe jetzt das Modell, was eben noch Modell 4 war, wiederholt, jeweils für die Landkreise mit geringer Arbeitslosigkeit unter 6% bis hoch bis 10-16%. Um das jetzt dann im Zusammenhang zu erkennen, gucken wir uns als erstes mal die Konstante an. Wir können erkennen, dass also in den Landkreisen mit niedriger Arbeitslosigkeit viel geringere anomische Einstellungen gemessen an dem Index zu erwarten ist, als in den Landkreisen mit hoher Arbeitslosigkeit. Also das nimmt immer weiter sukzessive zu.
Andererseits ist Arbeitslosigkeit auf einmal in den Landkreisen, wo ganz viele andere Leute auch schon arbeitslos sind, gar nicht mehr relevant. Also wenn ich wiederum in einem Bereich bin, wo sehr viele Leute in der Erwerbsarbeit drin sind, ist es wiederum sehr förderlich für meine anomischen Einstellungen, wenn ich selbst arbeitslos bin. Das geht also jetzt ein bisschen in den Mechanismus 3 rein, den ich vorhin aufgezeigt habe. Was auch sehr interessant ist, sobald wir uns die Arbeitslosigkeitsquoten angeguckt haben auf den Landkreisen, wie dieser ganze Zusammenhang, der eben noch sehr kräftig war, Ostdeutschland, Westdeutschland, ist hinfällig, ist vielleicht noch schwach signifikant im Modell 6a. Ansonsten löst sich der auf. Das war jetzt die eine Ebene. Jetzt hatte ich außerdem noch die Möglichkeit, mir die Wohnumgebung anzugucken. Was die Interviewer nach den, und die Interviewerinnen nach den Befragungen gemacht haben, war, dass sie vor der Tür sich die Nachbarschaft angeguckt haben und haben dann auf irgendeine Art und Weise ermittelt, ob sich um eine gute Wohnumgebung, eine sehr gute, durchschnittliche, schlechte, sehr schlechte befindet. Das ist natürlich so lala. Also es gibt von der GESIS keine festen Kriterien, dass sie da irgendwie gucken, wie viel Müll liegt hier rum, wie viele E-Scooter sind schlecht abgestellt und so weiter. Sondern weder ist festgelegt, wie groß jetzt die Wohnumgebung ist, ob das ein Stadtteil, eine Ortschaft, eine Straße ist, noch irgendwie die Kriterien. Trotzdem ist es interessant, damit zu arbeiten. Denn es zeigt nochmal einen kleineren sozialen Kontext als die Landkreise, die ja recht groß sind. Also nochmal die Wiederholung. Ich habe hier die schlechte und sehr schlechte Wohnumgebung zusammengefasst in eine Gruppe. Genau, und auch nochmal die Modelle wiederholt. Auch hier können wir erkennen, dass in den sehr guten Wohnumgebungen wir ein sehr geringes Maß an anomischen Einstellungen wiederfinden. Wenn wir dann in die schlechten und sehr schlechten Wohnumgebungen reingucken, können wir schätzen, dass die Personen auf diesem Score 4,1 erreichen, ohne zu berücksichtigen, welche genauen individuellen Merkmale sie haben. Das Gleiche ist auch für die Arbeitslosigkeit erkennbar. Also wiederum eine Wiederholung von dem, was wir eben schon gesehen haben. Also besonders in den sehr guten Wohnumgebungen ist es da eine große Deprivationserfahrung, wenn ich selbst arbeitslos bin. Wiederum ist das in den schlechten oder durchschnittlichen Wohnumgebungen gar kein Effekt mehr vorhanden. So, genau. So viel erstmal dazu. Wir haben eine ähnliche Bewegung bei den sozioökonomischen Eigenschaften, wiederum weist sich hier die Bildungsjahre und die weisen sich als schützend. Also da nimmt der Effekt sogar zu in den schlechten Wohnumgebungen. Das ist ein Befund, auf den ich mir nicht so ganz rein machen will. Auch darüber können wir gerne später nochmal sprechen. Wie lässt sich das also jetzt hier alles zusammenfassen? Wir können auf jeden Fall erkennen, dass ein sozioökonomischer Status mit je weiter der zunimmt, desto stärker schützt er davor, dass Leute sich desintegriert fühlen. Wir können feststellen, dass in benachteiligten Umgebungen, Landkreise mit hoher Arbeitslosigkeit, schlechten Wohnumgebungen, prinzipiell zu erwarten ist, dass die Leute sich stärker desintegriert fühlen. Und als drittes wiederum können wir feststellen, dass individuelle Eigenschaften, insbesondere die Deprivationserfahrung, in starker Wechselwirkung mit dem Umfeld steht. Also das ist etwas, was sich nicht in allen Bereichen gleich auswirkt, sondern besonders in den privilegierten Umgebungen besonders förderlich ist für anomische Einstellungen. Was möchte ich von euch? Ich glaube, wir können erkennen, dass soziale Desintegration ein sozialstrukturelles Thema ist. Es ist keine Vermutung, dass dem so ist. Wir können uns im Sinne des Kongressthemas fragen, inwiefern das eigentlich das grenzenlose Leben in Frage stellt, wenn sich Personen, die sozial benachteiligt sind, in Distanz zum Kollektiv fühlen, welche Probleme das mit sich bringen kann. Vielleicht können wir die anomischen Einstellungen als so eine Art Wasserstandsmeldung in dem Sinne verstehen, dass wir uns fragen können, wenn so viele Teile der Bevölkerung den Eindruck haben, dass ein solidarisches Miteinander eigentlich eine Illusion ist, was bedeutet das? Ich glaube, man kann darin erkennen, dass wir eine Verräumlichung sozialer Ungleichheiten erleben. Also, dass wir dass soziale Räume vorhanden sind, wo soziale Ungleichheiten
sich viel mehr manifestieren. Also das sind diese Segregationstendenzen, über die wir auch in verschiedener Weise schon auf dem Kongress gesprochen haben. Genau, und dass sich wiederum die Lebenswelten zwischen diesen Sozialräumen vielleicht immer stärker, das kann ich jetzt hiermit nicht zeigen, aber dass sich die Lebenswelten zwischen diesen Sozialräumen unterscheiden. Ich glaube, für die Frage der Ungleichheitsforschung oder der Einstellungsforschung ist es wichtig, dass wir sowohl soziale Kontexte und das Individuum zusammendenken. Also was wir sehr häufig machen, ist, dass wir nur auf die Individualebene gucken, nur uns individuelle Merkmale und deren Auswirkungen anschauen oder, was auch gerade in den Medien sehr prominent ist, ist, nur noch auf eine Kontextebene zu gucken, nur noch daran festzustellen, wie viele Leute sind aus dem Landkreis weggezogen, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit danach und davon Wahlergebnisse vorherzusagen. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, da setzen wir sehr schnell Scheinkorrelationen auf und wir müssen das gemeinsam uns anschauen. Und dann danke ich euch erstmal für die Aufmerksamkeit, ich danke der Organisation und freue mich auf eure Fragen und Diskussionspunkte.